Hallo und willkommen zurück auf der Holzbank, die nicht gerade bequem war. Aber ich denke mal immer noch bequemer als die Steinbank hier, wo ich mir einen kalten Hintern geholt hätte. Ah, letztes Mal haben wir uns ja hier ein bisschen umgeschaut, aber ja, so viel gab es ja nicht, bis auf den Zwerg, der da hinten schläft, liegt. Was immer der auch macht, aber er wollte uns, oder wollte mir nichts sagen, was er da tut. Und wir waren ja auf dem Weg in Turins Hallen, die letzten 20 Kaninchen auszuliefern. Aber wie immer sind wir kurz vorm Ende nochmal abgebogen, und da ich mir den Tagebau hier mal anschauen wollte. Der wohl gerade still liegt. Oh, gar nicht schön, oder? Zwerge. Was ist hier wohl passiert? Aber wenn man so überlegt, ist schon ein großer Unterschied, weil beim letzten Mal, vorletzten Mal. Letztes Mal war ja bei Gondemonde davor, bei den Elben. Mit den Kirschbaumblüten oder Kirschbäumen mit den Blüten da. Wie schön das war. Und jetzt hier auf einmal so, sagen wir mal, Industrie von den Zwergen. Ist doch schon ein Riesenunterschied. Seltsame Lampe. Ein Tor. Ich glaube, das ging zur Siedlung von den Zwergen. Ein Wasser da, wo ich nicht reinhüpfen möchte. Das sieht nicht gerade erwärmend aus. Mal gucken, da. Und Siedlungstor ins Hall. Ja. Da möchte ich aber nicht reinschauen. Vor allem nicht, weil ich wieder das Horn vergessen habe. Ein möchte auch, ja. Steht da Schönes? Siedlung Thorins Halle. Irgendwann kommen wir schon hin. Hier in der Kälte halten sich die Kaninen, also geht noch. Darüber kann. Tief geht's so runter. Ui, recht tief. Fußtorwache. Ja. Ist zwar eine Aussicht, aber nicht gerade eine schöne. Aber eine interessante. So, jetzt wollen wir uns aber zu Thorins Toren begeben. Soll es da oben sein? Ich weiß nicht. Sieht so weit oben aus. Was habe ich da denn entdeckt? Ein Gesicht. Da noch eins, soll das jetzt sein? Ich weiß nicht. Sieht aus wie der Weihnachtsmann. sie gelandet? Was war das denn? Wer läuft denn da rum? Ja, ich krieg nicht. Ich weiß das. Ich hab's gesehen. Ich hab's kurz am Namen gesehen. Das war einer aus der Suppe, aber... Hm. Da habe ich es noch gesehen. Gräser, nee. Mist. Doch, ja, auch Menno. Da war es zu schnell. Vielleicht müsst ihr schnell Pause drücken, denn dann seht ihr es vielleicht noch, wer es war. Ob man da oben hin kann? Nein, da auf jeden Fall nicht, da waren wir ja schon. Oder doch, oder nein, oder doch. Ich wollte mal aufs Gesicht. Ein bisschen in der Nase kitzeln. Jetzt war doch hier so rum. Und? Hm? Doch, kommt man hin. Nö, oder nein? Schade. Nö, guck mal nicht hin. Fest Arena. Gehen wir mal in die Fest Arena. Arena. So festlich sieht es hier gar nicht aus. Auf jeden Fall haben sie genügend. Klimper. Auf jeden Fall haben sie genügend zu trinken. Aber wo ist das Essen? Haben sie das Essen versteckt? Nix da, nur trinken. Und ein paar Reste. Trockenbrot und Bier. Aha. So ernähren sich die Zwerge. Cool. Wen haben wir denn da? Hallo. Ich war bei dir zu Hause. Und hab Blaubeertörtchen hinterlassen. Und habe ich mich von wohl doch nicht verguckt. Noch ein Festplatz? Haus? Feriensplatz? Feriensplatz? Zweimal? Oh, mal da rein. Okay. Jetzt sind wir da lang gegangen. Also müssen wir jetzt da lang. Und auch wieder hinkommt. Derselbe Ausgang. Komisch. Magische Türen hier. Jetzt geht die Tür nicht zu. Ja, jetzt. Gasthaus von Thorins Hallen. Gasthaus, da will ich ja hin, aber jetzt noch nicht. Jetzt mal nochmal hier hin. Aber ich glaube, hier gab es gar nicht so viel zu sehen. Oder doch? Oder nein? Nö. Da gibt es noch eine Tür. Zur was? Gewächshaus? Hä? Gewächshaus? Gewächshaus stelle ich mir aber ganz anders vor. Cool. Mysteriös. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Wow, hier gibt's Spargel. Haben sie aber echt schön gemacht. Das muss ich schon sagen. Außer, dass hier nur überall Spargel angebaut wird. Spargel mag ich nicht. Die schöne Musik da, oder besser gesagt, die passende Musik. Der Nebel. Oh, hier wächst was. Ist so schön hier. Also das hätte ich jetzt eher von Elben erwartet, aber von Zwergen? Nö. Oh, da stehen ja welche. Die sind mir gar nicht aufgefallen, wo ich hier reingekommen bin. Oh. Naja, ich möchte nicht sagen, aber tragt ihr Lippenstift. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Interessant. Danke fürs Reparieren. Was benötigt ihr? Um ehrlich zu sein, nichts. Ich wollte nur mal schauen. Und hören, wie ihr so klingt. Ob das eine Elben... Nee, Quatsch. Zwergenfrau ist. Wohl Knecht da steht. Und Experte, nicht Expertin. Naja. Aber ich muss langsam weiter, obwohl es ein schöner Ort da drin ist. Vor allem mit der stimmigen Musik. Und hier gibt es nochmal zwei, die wir mal tauschen. Na, was tauscht ihr denn Schönes? Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Ach, ihr auch? Der Zwerg da im Gewächshaus hat dasselbe gesagt. Ich stehe euch zu Diensten. Aha. Und schon wieder könnte ich reiten lernen. Das nächste Mal habe ich es gelernt oder auch nicht. Kommt drauf an, wie ihr euch entschieden habt. Die große Halle. Jetzt mussten wir langsam wieder spulen, wieder fast 3 Minuten. Und ich weiß, dass man auch hier einiges bewundern kann. Große und kleine Tiere hinter Gittern. Oh, hier ist offen. Ist einer abgehauen? Klingt interessant. Metallisch. Okay. Na, fröhlich singen, diesen Tag, dieses Essen. Ja. Ja, die Halle der Kaufleute sucht, geht von hier aus nach Westen. Eigentlich suche ich sie nicht. eigentlich nur ein bisschen umschauen. Wenn ihr die Halle des Königs sucht, geht hier nach Norden. Nach Norden? Da lang. Halle des Königs klingt interessant. Da werde ich wohl doch mal vorbeischauen. Schaut, ob man den König sehen kann. Darf ich mal durch? Danke. Ah, ich habe keine Zeit, mich um Kleinigkeiten zu kümmern. Aha. Dann macht mal weiter. Was steht da? Ein Notar. Wer sucht, geht nach Norden. Ja, ich gehe nach Norden. Ich weiß nicht. Ist schon wieder so knapp. Ich weiß nicht, ob ich hinreisen soll, wo ich hinreisen wollte. Auf jeden Fall wäre uns bestimmt nochmal die... Bei der Esse werde ich auch noch vorbeischauen. Erstmal zum König. Die Böse wären schon mal zur Spur bekommen, die Axt und Hammer nicht mehr von den Grimhans gezogen werden. So, was war das? Oh, was blinkt da? Anfassen! Es blinkt, das muss man anfassen! Leute, hart. Kann man da einsamen Berge? Was wurde denn verbannt? Eine von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ihr der Handwerkshandel sucht, folgt hier aus dem Korridor nach Osten. Nein, ich möchte nicht zu den Handwerkshallen. Die Tiere im blauen Gebirge werden immer wilder. Ihr tätet gut daran, in den Wildnis eine Axt mit euch zu führen. Nö, ich bevorzuge ein Schwert. Ich habe keine Zeit, um zu reden. Warum erzählt ihr mir das dann? Darwin, der Sohn von Fundin, ist ein guter und gerechter Anführer. Wenn man nicht leicht, es war nicht leicht, doch ihr glaubt, wir haben den letzten Urrat besiegt, den diese elende Grimmhand hinterlassen haben. Da wollen wir uns mal verbeugen. Hallo! So. Nein, machen sich Sorgen wegen den Bösen in Tarwin. Doch Böse können und gehen, so wie Sommer und Winter. Wir sind die Kinder der Berge. Wir werden immer hier sein. Okay. Wo wollten wir die Esse angucken? Nein, die Esse nicht. Da war irgendwo eine größere, das weiß ich. Immerhin sind wir hier über die Zwergen. Die Kahlfelsarmee versammelt sich gegen die Flut der Bösen von Anwar. Sowas in der Art haben doch die Leute im Bruchtal auch erzählt. Ochs und Holz sind in der Holzverlage Grimmwald eingefangen und haben die Posten in ihr Gewalt gebracht. Es sieht wieder schlecht aus. Ja, es sieht wieder schlecht aus. Es sieht wieder schlau. Doch, komm mal hier hoch. Mist. Hopsa. Und nochmal hopp. Und hopp. Ja, geschafft. Die Esse? Nein. Komme ich hier heil wieder runter? Ah, geschafft. Ich will zur Esse, ich will zur Esse. Und wir können den Umhang ausziehen. Hier ist ein bisschen wärmer drin. So. Scharf und stabil sind alle Waffen, die Hallen gehandelt werden. Okay. Ich habe aber eine schöne. Wo ist die Halle? Ah, da oben ist sie. Krass, wo ist die Esse hin? Und wir sind da. Das ist doch mal eine Schmiede. Hier kocht sogar die Luft. Neue Statuen werden mit Sorgfalt angefertigt. Sogar aus Spray werden Zwerge herbeigeholt, um... Ja, um. Heiß, 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 heiß. Aua, heiß. Es soll mit Taten bringen unser Blut immer noch zum Kochen. Aha. Die Grimhans haben viele kostbare Edelsteine verprasst. An wem haben sie denn die verprasst? Haben sie einfach eingeschmilzt, geschmolzen? Ich habe gehört, dass Darwin einen alten Reisegefährten zur Ehren seinem großen Werk treffen will. Und es soll sich nicht... Okay. Die Zeit wird knapp. Ich hab's eilig. Jetzt doch ein bisschen sputen. Oder wollen wir es nochmal Pause machen? Oder... Ja, ich weiß es nicht. Hier gibt's noch so viel zu sehen. Aber ich glaube, das andere, was ich zeigen wollte, das werden wir das nächste Mal machen, wenn wir mal wieder hier auftauchen sollten. Jetzt werden wir erstmal zum Wirtshaus gehen, wo ich gerade vorbeigelaufen bin. Und zwar hier runter. Gerade Wassereinbruch ist. Seit 50 Jahren bearbeite ich Edelsteine und Felsen. Ich brauche einen Rat nicht. Ja, wenn er schon 50 Jahre macht, dann sollte er ja schon wissen, was er tut. Vor allem 50 Jahre, da muss er ja irgendwann auf Rente gehen. Lass mich in Ruhe, hä? Ich mach doch gar nichts. Bei Gewitter könnt ihr hören, wie sein Hammer auf der Suche nach Gold gegen den Berg schlägt. Warum nur bei Gewitter? Habt ihr gehört, diese Dummkopf-Lossi glaubt, ein Adler gefunden zu haben. Die alte Höhlenschlauer war noch gerade selbst zum Stein. Ich habe das immer wieder probiert mit den Kanal gegeben haben. Ist immer etwas Ärger mit dem Kanal. Festarena? Ich glaube, da weiß ich, wo wir ankommen. In der Festarena, ja, wo ging's? Da ging's. Ich hoffe, es geht nicht nach draußen. Glück gehabt. Ja, ich habe gehört, es soll wieder Probleme mit den Kanälen geben. Es ist immer etwas Ärger mit den Kanälen. Und da ist schon wieder Kandoka. Ob ich da auch rein kann? Ich habe nicht die Genehmigung dazu. Okay, dann eben nicht. Eine Ohr der Freundschaft und der scheidet. Guten Abend, Herr Bokert. Letzten abzugeben, ja, aber an wem? Da war ja wer. Da war doch wer. Wie hieß er nochmal? Das war doch der. Lutrin? Lutz? Nein. Lutz, Heiler. Heiler. Ja, der schläft. Vom Essen oder vom Saufen? Okay. Hallo. Ich stehe euch zu Diensten. Eigentlich stehe ich euch zu Diensten. Erstmal reparieren. Nö, nichts zu reparieren. Verkaufen. Die Brombeeren nicht. Die 20 Kaninchen. Ich gucke lieber nochmal nach. War das der? Nein. Lutrin, Dingsterbumster. Ja, genau. Ihm. Dir möchte ich ein paar letzte Kaninchen geben. Bitte sehr. So. Das waren die letzten Kaninchen. Na, da gucke ich gleich mal, ob er... Was benötigt ihr? Ein besonderes Getränk. Was habt ihr denn Schönes? Den da. Bombus Helle. Noch was? Nö, ich glaube nicht. Nö. Jetzt. Oh. Gucken oder nicht gucken? Gucken oder nicht gucken? Ich weiß nicht. Nee, erstmal nicht. Eine Aura der Freundschaft unterscheidet eine gute Suppe von einer schlechten. Klang aber irgendwie mehr nach Elben. Ich brauche jetzt wieder was zum Schlafen. Schlafplatz, wo bist du? Vor allem hier in der Höhle, wo es eigentlich keinen gemütlichen Ort gibt. Die Mine von Tremizalen reichen tief und müssen sich auch den Berg hält. Scheint mir Schätze gut verborgen. Ich wissen, was da steht, aber irgendwie auch nicht. Nicht, dass es irgendwas ist, das ihr unbedingt sehen könnt, dürft, wollt. Ein neuer Helm wäre von Vorteil, wenn ein dieser Böse mich überraschen würde. Oh, was ist denn? Die Grimhans haben viele kostbare Vorräte gestohlen. Ist das der vorne, der ausgebrochen ist? Die Hallen von Thorin ist nicht so groß wie die glitzernden Hallen von Kasaduken, doch sie sind jetzt unser Zuhause. Ja, man macht daraus, was man machen kann. Aber jetzt werden wir auch irgendwo schlafen. Und jetzt bin ich doch da gelandet, was ich eigentlich euch das nächste Mal zeigen wollte. Holt die Wache. Wieso? Warum? Weshalb? Was habt ihr? Fledermäuse! Wo sind sie hin? Da waren noch welche. Da! Fledermäuse! Der Zwerg hat Angst. Ups. Der Zwerg hat Angst vor Fledermäuse. Ich glaube hier vorne... wir haben bereits auf euch gewartet. Bokert. Hier entlang. Oh, habt ihr einen Schlafplatz für mich? Die Fische beißen. Würde gut. Wo habt ihr den falschen Köder? Fledermäuse. Oh, was hier? Da war sie. Ich habe sie gesehen. Da. Und weg. Okay. Ich glaube, er meinte, ich sollte hier reingehen. Da wollen wir mal schauen. Oh. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Na, da ist eine Höhle hier drin, ist das schon. Zwerge eben. Aber was haben sie bewacht? Menno, nix zum Schlafen. Die Grimhans müssen wir für ihre Verrat bezahlen. Aber, wow. Schön hell. Riesenkristalle. Cool. Ein Tor, wo ich nicht rein kann. Nö, lass mich nicht rein. Und nun? Ich mich wohl hier hinsetzen und ja, schon wieder. Oh, eine Karte. Kann man was sehen? Ich nicht. Nö. Aber wie gesagt, zum Schaffen nix, wieder nur rumsitzen und ja, hinterm Platz treten, Platz sitzen. Und erstmal was futtern. Erstmal den da rein trinken. Eigentlich wollte ich nur gucken, was da steht, aber wieder zu spät. Wow. Zwerge, die haben schon kräftiges Bier oder Wein oder was das auch war. Der haut schon rein. Okay, ja. Ups. Da setzen wir uns noch nicht hier. Da sage ich erstmal Tschüss und danke fürs Zuschauen. Ich setze mich... Okay. Was soll das? Betrunken eben. Ja, da kann man hier ruhig rumtippen. Das Huhn sitzt auch da oben. So. Es sind zwar ein paar Pannen bei diesem Botengang passiert. 1, 2, 3 Schnitte, die ich machen musste. Einmal ruckeln ganz am Anfang, weil die Festplatte irgendwie nicht so wollte. Naja. Und ihr dürft euch überlegen, ob ich reiten lernen soll oder nicht. Was heißt, dass ich mir auch dann ja, ein paar Pferde beschaffen müsste. Oder bei ab und zu, wenn wir rumreisen. Ah, nee, das geht nicht. Ich wollte gerade sagen, dass wir die dann holen, aber nö, die werde ich dann irgendwann zwischendurch mal holen, falls ich reiten lernen sollte. Wenn keiner was schreibt, dann, ja, keine Ahnung, muss ich mir überlegen. Also dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Botengang. Ciao. Ich lade euch zum Kaffee ein. Oh, scheiße, der Kaffee ist ja alle.